Was ist denn das hier? Bettenberg 5? Also 10! Da geht noch rein, ja komm!
Ja, aber auch die Degenscherben müssen ja schwarz sein. Du musst ja mit einem Werder spielen. Das sieht aus, du musst doch mal 37. Das sieht aus, bei 7 wird es schon gegen 30. Bei 4 wird es schon gegen 30. Ja. Das wird so 10 und noch eine. Das wird so eine. Mach gleich noch eine, damit sie geht. Kommst du doch mal meine Bein! Auf! Denk an den Bein zurück! Achtung! Was da? Die haben da das Dippchen reingebracht, also das war minus. Das ist jetzt übrigens nicht weiß, das ist auch kein. Holz! Kein Schaden! Ja, die haben wir mal abgeschickt. Ja, nichts mit Damen. Oh, na, schade! Sagen wir mal jeder was so. Holz für Lolla und 4.442 Holz für Wettenberg. Die Einzelwertungspunkte sind 56 für Lolla und 22 für Wettenberg. Somit geht das gesamte Spiel 3:0 für Lolla aus. Die besten Einzelkegler waren auf Lollerer Seite mit 12 Punkten der Rainer Roberti mit 8 Punkten. Der Jürgen Wiezurek schaffte mit 803 Holz noch die 11 Punkte. Die 10 Punkte gehen an Benny Weber mit 791 Holz. Andi Krombach erreichte mit 776 noch 8 Punkte. Dann kommt es Steven Groß mit 771 und 7 Punkten. Und den Rest blenden wir jetzt einfach mal aus. Wie viel? Ach, Entschuldigung, Kai. 784 Holz und 9 Punkte für den Kai Riedel. Macht das extra. Warum? Ja, das macht er jetzt extra. So, ich bedanke mich bei Wettenberg für den fairen Kampf und beende ihn mit einem dreifach kräftigen Gut. Hey!